Die Türkei hat von der EU mit der sogenannten Heranführungshilfe insgesamt 9 Milliarden Euro bekommen, um das Land fit für einen Beitritt in die EU zu machen. Doch ist das Land weiter denn je davon entfernt, jemals in die EU eintreten zu können. Trotz dieser Erfahrungen hat die EU wegen der Flüchtlingskrise noch einmal 3 Milliarden Euro darauf gelegt, um dort lebende Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Das hat nur bedingt funktioniert, insbesondere wenn es um die sinnhafte Mittelverwendung geht. Der Europäische Rechnungshof bemängelt, dass ein großer Teil der Gelder zur Bewältigung der Flüchtlingskrise schlicht versickert sind. Die Hälfte der Projekte erzielte nicht die erwartete Wirkung. Bei 9 von 10 Projekten musste die Laufzeit verlängert werden. Denn die türkische Regierung machte den Hilfsorganisationen die Arbeit so schwer, dass viele Hilfsprojekte ins Hintertreffen geraten sind. Außerdem weigerten sich die türkischen Behörden, den EU-Institutionen Zugang zu den Daten der Begünstigten von 2 Bargeldhilfeprojekten zu verschaffen. Es ist daher nicht möglich nachzuvollziehen, bei wem die Steuergelder letztlich ankamen. Das zeigt deutlich, die Türkei ist unter Präsident Erdogan kein verlässlicher Partner. Ihre Werte sind nicht mit den unseren vereinbar. Die EU muss daher viel mehr in die Entwicklungszusammenarbeit mit den Herkunftsländern von Flüchtlingen investieren. Dies mit der klaren Absprache, dass Asylanträge außerhalb der EU gestellt werden können und dass wir abgelehnte Asylbewerber und Flüchtlinge in diese Länder zurückbringen können. Der illegalen Migration muss ein Riegel vorgeschoben werden, damit wir in Deutschland in Sicherheit leben und politisch und religiös Verfolgten, die tatsächlich unserer Hilfe bedürften, auch weiterhin Asyl gewähren können. Dafür setze ich mich ein, für ein Deutschland und eine EU, wie Sie es sich vorstellen. Open, transparent, trading, cutting EU red tape. Europe needs reform.